Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestatement vor der Fraktionssitzung mit dem Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Nach etwas längerer Pause, einschließlich Ostern, geht der Betrieb hier auch im Reichstag wieder los. Ich möchte zunächst einige wenige Bemerkungen zu unserer heutigen Fraktionssitzung machen, weil wir anders als sonst heute einige Gäste in unserer Fraktion haben werden. Zu Beginn der Fraktion wird Dilek Dündar in unserer Fraktion sein. Das ist die Ehefrau des in der Türkei angeklagten Chefredakteurs. Das soll auch Solidarität der Linken ausdrücken. Das soll ein Signal sein, dass wir diesen Umgang mit Pressefreiheit in der Türkei von Herrn Erdogan in keiner Weise akzeptieren. Sie wird zu Beginn der Fraktionssitzung da sein. Der Chefredakteur und der Korrespondent Gül stehen ja unter anderem wegen Spionage und wegen Unterstützung terroristischer Vereinigungen vor Gericht. Das, finde ich, ist so inakzeptabel und deswegen unsere Bekundung der Solidarität. Wir werden zweitens heute den Vorsitzenden der HDP begrüßen, Herrn Demirtas. Wir haben eben, Sarah Wagenknecht und ich, mit ihm ein ausführliches Gespräch führen können. Auch die Partei steht ja in der Türkei unter gehörigem Druck. Es ist so, dass zwei Tage nachdem Präsident Erdogan ein juristisches Vorgehen angekündigt hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren gleich danach gegen Herrn Demirtas eingeleitet. Auch das sehen wir, der ist auch im Parlament und ich glaube auch Fraktionsvorsitzender im Parlament. Das finde ich wirklich inakzeptabel. Ihm wird vorgeworfen, dass es Solidarität mit dem kurdischen Widerstand in Kobane gegeben hat. Also auch das sehe ich als höchst problematisch an. Ich will klar und deutlich sagen, die Prozesse, die dort in der Türkei ablaufen und die unkritische Haltung und das, was uns heute berichtet worden ist aus den Gebieten, wo ein hoher Anteil von Kurdinnen und Kurden in der Bevölkerung ist, das ist schon negativ beeindruckend. Das ist schon negativ beeindruckend. Auch eine Bürgermeisterin war mit in der Delegation. Ich glaube, dass wir hier, dass Deutschland hier viel, viel deutlicher die Defizite anprangern muss. Es kann nicht sein, dass grundlegende Menschenrechte, dass die Pressefreiheit mit auf dem Verhandlungstisch bei der Türkei liegt. Ich will in diesem Zusammenhang einen Satz auch noch zu der Causa Böhmermann sagen, die ja jetzt in aller Munde ist. Ich finde wirklich das falsch, dass die Bundeskanzlerin sich überhaupt zu dieser Causa geäußert hat. Und sie äußert sich ja dann nicht als Bürgerin Angela Merkel, sondern als Bundeskanzlerin. Und das ist in einem Land, wo Gewaltenteilung herrscht, dann eben nicht zu akzeptieren. Die Bundesregierung sollte alles tun, dass Gerichte entscheiden können. Und ich hoffe, sie werden klar entscheiden. Satire darf nun mal alles. Also als jemand, der auch hin und wieder mit seiner Partei in Satire-Sendungen vorkommt und es eigentlich nur gut findet, wenn man positiv bewertet wird und wenn man ironisch vorkommt, findet man das eher problematisch. Aber das ist nun mal so. Sie darf alles. Und was Böhmermann gesagt hat, das muss man wahrhaftig nicht lustig finden. Ich finde es auch nicht lustig. Trotzdem bleibt es so, dass wenn, dann hat die Justiz sich damit zu beschäftigen und Angela Merkel kann zu bestimmten Fragen auch mal nichts sagen. Ich will als letztes, was die Fraktionssitzung betrifft, noch erwähnen, dass wir heute am Nachmittag den Landes- und Fraktionsvorsitzenden der Linken aus Sachsen, Rico Gebhardt, zu Gast haben werden. Da wird es auch darum gehen, wie der Umgang mit der AfD im Sächsischen Landtag ist, welche Schlussfolgerungen wir dort ziehen können. Es wird ein Austausch und auch Erfahrungsbericht sein, der auch Schlussfolgerungen für unsere Arbeit im Bundestag, aber auch insbesondere in den dann im Herbst anstehenden Wahlkämpfen bringen könnte. Ich will zu einem zweiten Punkt etwas sagen, das ist das Thema Panama Leaks, Schäubles 10-Punkte-Plan. Ich will zunächst mal vorwegschicken, wenn man sich anguckt, welche Staaten Finanzströme anlocken, dann ist ja interessant, dass Panama
dort auf einem hinteren Platz, nämlich Platz 13, steht. Deutschland steht viel weiter vorn. Bei uns wird aber umfangreich darüber geredet, also der sogenannte Schattenfinanzindex. Da steht Deutschland deutlich vor Panama. Herr Schäuble reagiert jetzt und ich finde, dass das, was er dort macht, wirklich erstaunlich unkonkret und erstaunlich altbacken ist. Wenn man sich überlegt, dass er gegen etwas agiert, wo er selbst Profiteur ist, dann Schäuble selbst hat ja einen Auftrag gegeben, wie viel Schwarzgeld denn jährlich so in etwa nach Deutschland strömt. Und das Ergebnis von Schäubles Auftrag sind circa 100 Milliarden Euro Schwarzgeld. Also offensichtlich haben wir in Deutschland ja hier ein Problem. Und es hilft nichts. Natürlich, das weiß ja jeder, dass internationale Lösungen präferiert werden müssen, dass wir internationale Lösungen brauchen, dass dort auch Druck entstehen muss. Interessanterweise haben ja die Amerikaner das entsprechende Abkommen zum Beispiel nicht unterzeichnet. Aber Fakt ist doch auch, dass es da offensichtlich eine gewisse Ängstlichkeit gibt. Ich nehme mal nur, will nur ein Land nennen, zum Beispiel Großbritannien. Also zu Großbritannien gehören auch die Kanalinseln und auch die Jungferninsel. Im Übrigen beides Inseln, wo das, was in Panama abläuft, wirklich nur eine leise Andeutung ist. Und ich will auch sagen, das, was dort offengelegt worden ist, ist ja maximal die Spitze eines Eisbergs. Das ist die viertgrößte Kanzlei nur in Panama. Aber das sagt ja eines ganz deutlich, dass die Dimension offensichtlich eine völlig andere ist. Und ich bin überrascht, wie schwierig das dann ist, hier wirklich zum Beispiel mit Sanktionen zu agieren. Also wenn ich mich recht entsinne, bei Nordkorea, beim Iran, selbst bei Russland ging das ganz schnell. Und hier ist überhaupt nichts möglich. Das zumindest macht mich sehr, sehr nachdenklich. Ich will auch zumindest noch mal erwähnen, dass aus meiner Sicht problematisch ist, wenn denn Daten jetzt erfasst werden sollen, und das wird allerhöchste Zeit. Herr Schäuble ist im Übrigen seit 7 Jahren Finanzminister. Und offensichtlich ist auf diesem Gebiet viel zu wenig passiert worden. Wenn denn Daten erfasst werden, dann müssen sie natürlich auch einsehbar sein. Das ist ja, finde ich, das Normalste dieser Welt. Und ein letzter Aspekt, den ich sagen will, die Banken, auch deutsche Banken, haben da eine unrühmliche Rolle gespielt. Denn kaum jemand von denjenigen, die Geld dorthin gebracht haben, ist ja da mit dem Koffer hingefahren, sondern das ist mit Hilfe von Banken geschehen. Die Tatsache, dass im vorigen Jahr die Commerzbank da schon mal erhebliche Strafe, um zu keinem Verfahren zu kommen, gezahlt hat, ist ein Indiz. Deswegen kann es nicht sein, dass Banken letztlich Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten. Ich finde das inakzeptabel. Es bleibt dabei. Die teuersten Flüchtlinge in Deutschland sind die Steuerflüchtlinge. Und ich fordere die Bundesregierung noch mal nachdrücklich auf, es nicht bei 10-Punkte-Plänen, die im Ungefähren bleiben, zu belassen, sondern endlich konkret zu handeln. Eine letzte Bemerkung, zu der ich kurz etwas sagen will, das sind die Überlegungen, die angestellt werden. Ein weiteres Mal, habe das, solange ich im Deutschen Bundestag bin, schon mehrfach erlebt, die Bundeswehr im Innern einzusetzen. Und das dann auch noch mit dem Verweis auf Dinge, die in den Anfangsjahren der Bundesrepublik festgelegt worden sind und dass die überkommen werden. Ich halte das für brandgefährlich und grundsätzlich falsch. Die Bundeswehr kann schon jetzt, da leistet sie im Übrigen teilweise Herausragendes, im Inland eingesetzt werden. Also ich will nicht nur an Flut, sondern auch an andere Dinge erinnern. Aber gerade an dieser Stelle sollten wir aus prinzipiellen Gründen an dem, was im Grundgesetz festgelegt ist, festhalten. Um Terroristen abzuwehren, brauchen wir gut ausgebildete Polizisten. Seit Jahren fordert die Linke, dass wir hier nicht weiter reduzieren können, sondern dass aufgestockt werden muss. Endlich geschieht das. Endlich sind Forderungen, die wir lange aufgemacht haben, werden realisiert. Und ich wünsche mir, dass daran gearbeitet wird und nicht unnütze Diskussionen über den Einsatz der Bundeswehr im Innern geführt werden. Dankeschön, Dietmar Bartsch. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Ja, eine Frage. Ich würde ja noch ein anderes Thema ansprechen, den Brief von Gregor Gysi, in dem er mehr Redezeit oder mehr Reden im Bundestag fordert, eine stärkere Rolle einfordert. Wie wollen Sie damit umgehen, mit diesem Brief? Und ist es hilfreich, dass er sich jetzt noch mal zu Wort gemeldet hat aus der zweiten Reihe? Also den Brief hat er an den Fraktionsvorstand geschrieben. Der Fraktionsvorstand hat sich damit gestern befasst. Und wir haben dort die
nicht unerwartete Entscheidung getroffen, dass wir selbstverständlich, Sarah Wagenknecht und ich, ihm antworten und in diesem Brief wird drinstehen, dass wir zu diesem Thema gemeinsam miteinander reden. Ich finde, das ist der normale Umgang und so werden wir das dann auch machen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, das hängt von den Terminkalendern ab, aber wir versuchen das möglichst zeitnah zu machen, aber das kann ich Ihnen wirklich jetzt noch nicht sagen. Weitere Fragen? Ich habe es sehr, sehr persönlich empfunden, weil wenn man das übersetzt, heißt das ja so viel wie meine beiden Nachfolger haben nicht den Effekt, den ich gehabt habe und den ich auch gerne wieder haben möchte. Diese Übersetzung kann ich keinesfalls nachvollziehen. Wie kommen Sie auf diese Übersetzung? Weitere Fragen? Sehe das nicht der Fall, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und noch eine schöne Woche. Tschüss. Danke.